Das war Hint, aber nah dran. Und damit herzlich willkommen zurück zu Icecatch. Mit dabei ist wieder der Blank Wolf. Guten Tag. Der Dexter. Hallo. Und der Garg. Moin Moin. Guten Tag. Unser Thema ist Büchertitel. Wir haben es reduziert auf 8 Runden, dafür 5 Minuten maximal pro Runde, weil Büchertitel eben manchmal auch etwas länger sind. Und da braucht man die Zeit, einfach nur irgendwas zu machen. Oh, wir sollten vielleicht auch mal am richtigen Ding schreiben hier. Okay, und dann geht's los. So, und dann, wie könnte ich das andere gestalten? So, also Nummer 1 und Nummer 2 habe ich übrigens. Ja, ja, oh, das habe ich aus Versehen. Falscher Knopf. Nochmal, ganz schnell. So, Rickel die Krake. So, wir machen jetzt Büchertitel. Das heißt, wer belesen ist, hat natürlich einfachere Möglichkeiten. Was? So. Ich wollte... Deine 2 ist aber ganz schön seltsam geworden diesmal. Kein Kommentar dazu. Okay. Einfach mal. So. Und ich möchte gerne das da. Was quasi das Gegenteil von dem da wäre. Yes. Yes, ich war vor dir. Ja, es ist nicht direkt Nachtgarg. Ja, hatte ich auch erst. Aber es ist... Also aber Nacht geht schon in die richtige Richtung. Ja, oh. immer noch fast. Such weiter Wörter dafür. Du hast noch 15 Sekunden... noch weniger. Sehr schön! Sauber. Okay. So. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Ich versuche das mal in einer anderen Weise. Und zwar... Oh, nee, das will ich nicht. Wo kann man denn hier so mit Rahmen, dass nur der Rahmen da ist? Zweimal auf das Ding drücken, was du möchtest. Ah. Beim ersten Mal macht er ausfüllen, beim zweiten Mal Rahmen. Vielen Dank. Und zwar müssen wir jetzt hier erstmal 2 Kreise machen. Und danach, hier hinten dran kommt noch das Wort, wenn du so etwas gewinnst. So, ja. Und hier drinne kommt... Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit Fußball auskennt. Oh Gott. Ich werde einfach mal das mal so machen, weil das ist einfacher, weil ich faul bin. Wir machen das einfach so. Nein, nicht so. Wir machen hier einfach nur die Farben rein, für die diese Vereine stehen. Dann ist das sehr viel einfacher. Es geht natürlich um Bundesliga, ja, also nichts Ausländisches. Denn ich denke, wenn man das so macht... Sollte das eigentlich gehen. So. Ich denke, man kann drauf kommen. Ich brauche im Prinzip, ist das hier spezifisch mit diesen beiden Farben hier drin. Diese Farben sind wichtig. Weil die in einem besonderen Verhältnis zueinander stehen, die Vereine. Und das nennt man bestimmterweise, nennt man ein solches Duell. Ja, wenn man jetzt hier mal so ganz sporadisch so ein bisschen Deutschland aufzeigen würde. Ja, das eine liegt hier, das andere da. Ist halt ein besonderes Event. Hä? Und hier... Ich habe irgendwie gar nichts mehr gemeldet. Das piept nur bei mir. Okay, ja, vielleicht weil du zu oft den Anfang hast. Wenn ihr nämlich immer das erste Wort schreibt, dann seht ihr nicht, was da ist. Es geht auch nicht um wirklich um. Ihr seid ja nah dran. Als was wird man denn dargestellt, wenn man das da unten bekommt? Was ist man denn im Verhältnis zum anderen? Ja? So, wir machen das hier so. Der hier versus den hier quasi. So, und das alles zusammen, also das zweite Wort gehört zusammengeschrieben, deswegen ist ein Plus dazwischen. Komm nicht drauf. Nee, da. Ich hab was ganz anderes reingeschrieben und der gesagt, nur das erste Wort ist closed. Obwohl ich das erste gar nicht reingeschrieben habe. Kommt schon, ich krieg das doch irgendwie hin. Nee, ich komm nicht also drauf. Also der Gag am ehesten. Für die anderen beiden. Wie nennt man denn. Welche Vereine könnten das denn sein? Das Kaum ist Schalke? Hä? Schalke? Das linke ist Schalke, das rechte ist... Wahrscheinlich Borussia, aber... Richtig, ja. Borussia. So, und wenn die beide gegeneinander spielen, was ist das? Wie nennt man das im Volksmund?
ein Derby. Richtig, es ist ein Derby. So, und dann brauchst du Derby plus das da hinten. Wenn du das bekommst, dieses schöne gelbe Objekt da unten, oder wenn du eben auf diesem anderen Ding ganz oben stehst, was bist du dann? Genau! Oh, wie doof. Wenn da jetzt steht, der Derby-Sieger, dann ja. Gehe ich durch. Es ist... Ja, das habe ich eingegeben. Das ist tatsächlich schlecht. Nee, ich streike. Das kann nicht. Hast du es auch richtig geschrieben? Ja. Warte. Ich habe Derby-Sieger, Derby-Erster. Schreib's nochmal bitte rein, damit du die Punkte wenigstens kriegst. Oder warte bis kurz vor Schluss, ich guck mal, ob du das wirklich hast. Wann sollst du das denn geschrieben haben? Ziemlich am Anfang schon, wo ich Derby genutzt habe. Auch mit Y? Ja. Gut. Hast du vielleicht einen Buchstabendreher drin gehabt? Muss ja dann schon. Oder das Leerzeichen wieder vergessen. Und vorhin, der hat mir auch nie die Wörter angezeigt. Auch weder, wenn ich Derby-Sieger eingegeben habe, wurde das Wort nicht erkannt. Der hat nur der erkannt. Ich krieg auch keinen Derby-Sieger bei dir. Mach mal dein Wort in der Zeit. Ich gucke ihn nochmal durch. Insofern müssten wir halt dir ein paar Punkte zuaddieren. Müssen wir ein bisschen rechnen. Aber ich sehe bei dir an Wörtern der, dann kommt der Ruhrpott, dann kommt Pokal, dann kommt Derby, dann kommt der Champion, dann kommt der Derby-Pokal, dann kommt Sieger, dann kommt Derby-Erster. Ich weiß nicht, wie ich es malen soll, das war Justin. Dann kommt Ruhrpott-Erster. Du hast bei mir nie Derby-Sieger geschrieben. Du hast nur Derby und Sieger einfach aneinander getrennt geschrieben. Ey, ja. Aber dann musst du ja aber zumindest für eins von beiden close machen. Derby hätte er close machen müssen. Ja. Was hattest du, Dexter? Ey, jetzt bin ich wieder ausgetimed hier, meine Güte. Ja, du musst Gustave Punkt machen. Flaubert. Okay. Kann was das sein soll. Okay, versuchen wir es mal. Ich will aber echt fragwürdig, ob das echt Titel sind. Ich habe noch nie der Derby-Sieger gehört. Ich gehe gerade mal beim Garg die Sachen durch, für diejenigen, die sich hier wundern. Du hast Derby da stehen. Da hättet ihr eigentlich... Der Derby-Sieger ist sogar von Edgar Wallace. Oha. War natürlich für dich einfach zu zeichnen. Du hast Derby, wie ich das dir auch richtig geschrieben. Es kann nicht daran liegen, dass du es klein geschrieben hast. Das wird noch nie gemacht. Wir müssen hier ganz kurz mal das schreiben, damit wir nämlich close sind oder die ersten zwei Wörter schon mal haben. Ja, das ist gut erkannt. Ja, komm, weiter. Bin ja dabei. Sehr seltsam, Garg. Was? Nicht ganz Gentleman, mach's nicht so förmlich. Es ist einfach. Ich könnte auch das hier malen, das würde auch zutreffend sein. Es ist einfach. Oder auch nicht. Könnt ihr euch aussuchen, es ist halt nicht der Titel, das wollte ich damit bloß ausdrücken. Deswegen sieht das so anders aus. So, dann haben wir. Was? So. So, natürlich alles auf Deutsch, ne? Plus, naja, eigentlich theoretisch wieder das. Das sind. Warum sieht das so komisch aus? Was ist das denn? Machen wir doch schnell den Kopf drauf und den Zylinder. So. Ja, noch die Augen. Ich komme mit dem gerade nicht ganz klar, was das trotzdem ist. Ja, Frieden ist schon richtig. Ja, vier habe ich, aber ich... Ja, es ist halt nicht der Artikel, das habe ich ja gesagt. Es ist halt... Der da. Also Dexter hat das dritte schon mal. Ja, ich nicht. Und das dritte ist nicht Frieden an sich. Frieden ist ja schon nicht verkehrt. Warte mal, machen wir mal... Ah, okay, warte. So. Je nachdem, auf welches Wort ihr dafür kommt. Ja, Dexter, das ist es halt nicht. Ich hab dir extra die Buchstaben aufgeschrieben. So. 5, 6. Ach Mann. Hä? Bei 6 dachte ich mir, aber irgendwie irgendwo ist close. Es ist 1 bis 6 da unten bei der 4. Das ist 1 bis 6. Ich hab 1 und 2 und das war's bei mir.
Ich komme auf das fünfte, das dritte nicht. Keine Ahnung, was du damit willst. Ja. Gentleman ist zu förmlich. Denkt einfach, es ist nicht Gentleman, es ist nicht Sir, es ist ein deutsches Wort einfach für... Ah. Danke, Garg. Keine Ahnung. Was weiß ich. Es ist Herr. No. Herr. Noch was. Ja, Friedemann. Ja. Wie ist der Dexter erkannt? Vielen Dank, Dexter. Also alles schon durch, ey. Friedemann. Einmal hast du Frieden erkannt. Nee. Das ist schon mal was. Oh, deutscher Klassiker. Ob ich den malen kann? Ja. So, das zweite ist dieses, wie malt man das nochmal? Eben abgucken. Das kaufmännische und? Ja, genau. Ich mach mal plus, ihr wisst, was gemeint ist. Ich kann's nicht malen. Warte, ich malte den Buchstaben dahinter, bitteschön, so sieht's aus. Ah, okay. So, da unten, das müsste dann... Gut, also 2 und 3 haben wir schon mal. Ich habe auch schon das vierte. Dein Ernst? Ich weiß ja nicht, was das erste ist. Was ist denn das vierte? Das ärgert mich jetzt. Nein, ach ja, okay, ich hab's. Ich kam auf das erste Wort nicht, ums Verrecken nicht. Soll das dort sein? Ah. Ich kam ums Verrecken auf das erste Wort nicht, ja. Ja, wie mal ich den ersten? Ah, okay. Ja. Was? Das ist eine berühmte Oper. Ja, ich... Blank, du hast ein Wort vergessen. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt, dass ich das Wort vergessen habe. Dass ihr da überhaupt drauf gekommen seid. Ja doch, mit und ja, der... Ja, wir hatten ja und der Wolf, also... Ah, also habe ich den Wolf sich erkennbar gemacht. Nein, den Wolf hatte ich schon, bevor du es gemalt hast. Achso. Wolltest du Blank Wolf schreiben? Deutsch, Englisch. Dexter, Redung. Deutsch. Das letzte ist schwer. Was soll das zweite sein? Also 1 und 2 habe ich. Echt? Was, die 2? Ja. Das ist eigentlich so einfach. Denk nicht so kompliziert bei dem zweiten. Ich komme nicht drauf. Ich auch nicht. Das erste habe ich ja. Das zweite, da komme ich gerade nicht drauf. Ich auch nicht. Tröste dich. Ja, ist ein bisschen... Also die müssen alle gleich groß sein, die Teile. Was ist denn die 2? Ah. Könnte es das sein? Nein, leider nicht. Sind das 3 Wörter? Ja. Okay. Schade, ich dachte, das wäre das. Also ich kenne die Buchreihe eigentlich. Und nach deiner Skala müsste das auch noch das sein. Also das gehört hierzu. Zu welchem jetzt? Das, gehört zur letzten Reihe. Das gehört zur letzten Reihe. Zur letzten drei. Dann müsste das davor ja das sein. Du siehst ja, was ich schreibe. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Reihe nicht. Keine Ahnung. Geht doch. Ich kenne die Reihe nicht. Habe ich das jetzt gefunden? Nee, ich hab's gelöst. Ist echt schwer. Ja. Echt schwer. Aber ich hab das doch. Das mit der Wolke da oben hat mir doch einen Hinweis gegeben. In dieser Reihe hier ist das hier. Vermutlich meistens so. Untergag. Ja, ich hab die Reihe selber und
Na gut, eigentlich ist hier zwischen. Krian, das sind 12 Abschnitte. Zwischen ist noch. Vielleicht sollte man hier sagen, dass das da 12 Abschnitte sind. Ja. So was hier und das. Und das, das Buch davor heißt nämlich Licht, Licht im Sommer. Deswegen bin ich ganz Zeit bei Herbst gewesen. Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Nee, ich kann es auch nicht. Und dass es da unten Kalender sein sollte, keine Ahnung. So, bitteschön. Es ist sau einfach. Okay. Das war echt einfach. Warum kriege ich nie so einfache Sachen? Ja, keine Ahnung. Ah, okay. Ja, mal das erste. Ja, wenn ich wüsste, wie. Das zweite haben doch alle. Ja. Bis auf Dexter, der immer so eine Kartoffel. Nein, Dexter hat's auch. Nein, ich hab's auch schon. Ich weiß aber dummerweise nicht, wie ich das erste machen soll. Das ist kein Artikel. Soll es der Feuer sein, oder was? Es kann ja sein, dass diese Buchstaben irgendwo in dem Wort vorkommen. Also am Anfang. Aber ich weiß halt einfach wirklich nicht, wie ich das malen soll. Das ist so ärgerlich. Kannst du sehen, wie... Dexter, was hast du da geschrieben? Umschreiben. Bin abgerutscht, was hast du da? Ich male einfach wieder die Anfangsbuchstaben. Ja, war aber... blöd. So, das... das... keine Ahnung. Boah, mir müssen jetzt mir Wörter einfallen, das ist so blöd. Also, ich muss mal dann ja auch mal zählen, wie viele Buchstaben es überhaupt sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, hier haben wir also das Ding. Da haben wir das da. Und da könnten wir theoretisch das da malen. Gemeint ist aber eigentlich das hier. Jetzt brauche ich das dritte. Ist echt blöd, wenn man hier so überlegt, dann muss man im Wort überlegen, was man malen kann mit dem Anfangsbuchstaben. Ah. Okay. Oh je. Oh, du Scheiße, sieht das kacke aus. Aber es hat funktioniert. Wie doof das aussieht. Der hat Riesenfüße. Keine Ahnung. Ja, der hat manchmal auch hier hinten so einen Rucksack. Und in dem Rucksack befinden sich dann solche Dinger. Die sind dann so schön bunt. Nur der Osterhase oder Hase? Nur der Hase. Aber ich wollte vielleicht, dass du über Osterhase auf Hase kommst und dann die Anfangsbuchstaben hinkriegst. Ja, ich komme einfach nicht drauf. Wie malt man Pfahl? Ich wusste es nicht, wie man Pfahl hätte malen sollen. Ja, ich weiß es so echt. Einen Holzzaun gemalt und dann. Genau. Ja, aber das ist ja Pfahl, nicht Pfahl. Ja, ich weiß, aber. Ja, aber dann hättest du, hättest du zwei bis drei machen, drei bis Ende ja, machen können. Ja, ich weiß nicht, wie man Artikel umschreiben soll. Wie man was? Okay. Artikel umschreiben soll. Aber so wie wir es immer machen mit den Geschlechtsorganen. Eben. Wir machen es immer über das Geschlechtsorgan, weil das viel einfacher ist. Richtig. Ist übrigens die letzte Runde. Oh. Blankwolf oder Dexter, wer gewinnt? Das ist die Frage. Oh. Was? Null. Der Abschnitt. Eins habt ihr ja bestimmt alle schon. Ja. Schade, ist nicht das. Erste Abschnitt? Was?
Okay. Toll, bei mir werden jetzt wieder die Wörter nicht angezeigt. Danke. Ich weiß nicht, was das sein soll. Dexter, ich habe gerade nur einen Abschnitt. Was? Was soll das denn sein bei der 2? Ich weiß es leider nicht. Ein Gemütszustand. Ja, das weiß ich auch. Ich habe aber alle, die mir einfallen, die dazu passen würden, schon geschrieben. Wenn dir jemand richtig blöd kommt, dann wirst du ab und zu... Ja, Dexter. Komm weiter, Dexter. Ich schreibe oben einfach meinen PIN, ne? Das habt ihr ja eh alle. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung, welcher Gemütszustand das sein soll. Okay. Anderes Wort für euers. Ja, ach nee. Wir suchen das weiß ich auch. Ich bin alle durchgegangen, die mir einfallen. Oh, welche sollen das denn sein? 3 Buchstaben? 4 Buchstaben? Ja. Boah. Den zweiten weiß ich gerade noch nicht, aber das fällt mir gleich ein. Was? Oh, gelb kann man ja mal verdammt scheiße sehen. Geht schon. Ich weiß nur den zweiten nicht, wie ich den malen soll. Da fehlt mir gerade ein Wort für. Hä? Ich hab keine Ahnung, was er uns damit sagen will. Das bringt mir auch ehrlich gesagt nichts. Also das vierte ist mir klar. Ja, das, Dexter, du bist so nah dran. Ne? Ja, was? Das erste soll wahrscheinlich ein Rad sein, oder? Ein Ball. Ein Ball? Oh! Auf das Wort kommt man nicht! Was? Willst du mich verarschen? Meine Fresse! Blankmove, es ist so einfach, es ist so und dumm! Dexter, der ist so nah dran! Nein, keine Zahl, ein Abschnitt! Okay, ja. Oh Mann! Ich kam nicht auf dieses Wort! Wie peinlich! Es ist so ein dumm! 1 bis 2, sag ich mal, was ist das dann? Dann ist das eine... Stunde, achso. Wow. Böse! Das ist böse, Blankwolf. Ich kam einfach nicht auf Stunde. Blankwolf hatte ich auch nicht. Die ganze Zeit, der hatte die ganze Zeit die böse 5, die böse 10. Aber du hattest die ganze 10? Zeit. Dann ich hattest hatte... du ja die ganze Zeit das Wort böse. Hat er mir aber nicht angezeigt, das war doch mein Problem. Ich hab dir doch gesagt, nur der Abschnitt zum Schluss fehlt dir noch. Naja, Blankwolf hat trotzdem gewonnen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao. Tschö.